Hey Leute, was geht? Hier ist Timmy, Freunde, und in diesem Video haben wir was richtig Besonderes. Erstmal muss ich mein Auto... Was willst du denn, ich Felix? Ich möchte Eis essen. Der ganze Kühlschrank ist leer. Der Tisch sieht auch nicht so gut aus. Dein Auto ist auch nie aufgetankt. Kann das sein, dass wir arm sind oder Kleiner Felix, hör mal zu. Wir sind nicht arm, okay? Wir sind Aber du arbeitest doch gar nicht. Doch, ich arbeite bei Acrimic Security. Da bekomme ich doch mein festes Gehalt. Wie viel hast du denn schon bekommen? Sag mal. Vielleicht habe ich 5.000 bekommen. Was? 5.000 zahlen wir am Tag an Miete? Ich glaube, wir sind arm. Freunde. Wir sind nicht arm. Hey, alles gut, kleiner Mann. Kleiner Mann, bleib da mal stehen, ja? Weißt du, Papa, manchmal schaue ich auf die Stadt hinaus und sehe die grenzenlose Freiheit und wir sind arm und ich hole dir jetzt dein Eis und dann bist du glücklich, okay? Ey, Freunde, was ist denn das wieder für ein Verhalten von dem? Ey, das ist wirklich unter aller, das geht gar nicht, ey. Ich habe ihn adoptiert und der verhält sich die ganze Zeit so. Naja, er hat es aber auch nicht einfach. Muss man ja auch sehen, ne? Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, dass sie mal unser Auto holen und dann zu einer Tankstelle gehen. Da gibt's ja Eis, glaube ich. Let's go! Oh Mann, er hat mir gar nicht gesagt, was für ein Eis der haben will. Ob er jetzt ein Schokoladeneis will oder doch ein Erdbeereis. Ich glaube, wir nehmen ein Schokoladeneis. Du, ich werde mal das Auto hier parken. Zack. Oh Mann, hoffentlich ist da jemand da. Ey, ansonsten haben wir echt ein bisschen ein Problem, ey. Kommt da mal jemand? Hä? Wer hupt denn da? Was ist das denn? Wieso hat denn der zwei Lamborghinis auf seinem Auto drauf? Hallo, was ist das denn? Das ist ja ein normaler, billiger Lamborghini. Was ist das denn für ein Auto? Doppel-Lamborghini? Nein, das habe ich ja noch nie gesehen. Oha, das sieht ja richtig cool aus. Das ist ein Doppel-Lamborghini. Sind Sie reich oder so? Natürlich. Wirklich? Oha, wie haben Sie das denn geschafft? Reich geworden. Was? Wie können Sie denn bei einer Tankstelle reich werden? Nein, sie haben Lotto gespielt und haben gewonnen, oder wie? Hä, das haben wir auch mal geschafft, Freunde. Aber eigentlich müssen wir ein Eis kaufen. Okay, und da, was kann man da so gewinnen bei diesem Lotto? Geld, Reisen, alles. Reisen? Kenne ich gar nicht. Ich dachte, man kann nur Geld gewinnen. Da muss ich mal mitmachen. Ja, ich warte mal auf den Mitarbeiter, der... Was meint ihr, Freunde? Sollen wir das machen? Sollen wir so ein Rubbellos kaufen? Vielleicht gewinnen wir da echt so eine Weltreise oder so. Oh Mann, das wäre echt richtig cool. Die aber, nächste, hallo. Hallo, ich interessiere... Was wollen Sie? Ja, natürlich. Ich will einmal ein Eis kaufen für meinen kleinen Sohn Felix. Am besten Schokoladeneis. Und dann will ich Lotto kaufen. So ein Lotto-Los. Lotto, natürlich. Ich drücke viel Glück. Hier habe ich Sie in der Mitte. Jetzt haben Sie das auch noch angespuckt. Ja, toll. Wo ist dieses Eis? Ich hole dieses Eis. Warten Sie. Holen Sie bitte mal ein Eis. Ey, was ist das denn für ein Verkäufer, ey? So, einmal hier. Bitte sehr, die Eis. Das wird... Ist das eine Doppel-Lamborghini? Ja, das ist ein Doppel-Lamborghini. Ja, das wird die sehr schön. Gut, Eine Doppel-Lamborghini. Der hat das einfach jetzt genommen. Oh mein Gott. Okay, ich werde besser mal gehen. Hoffentlich gewinnen wir was. Yippie. Oh, tschüss. Oh Mann, der war... Oh Mann, der war echt richtig komisch, der Typ. Aber wir haben schon mal das Eis für Felix. Oh, schnell das Eis nach Hause bringen, nicht, dass es schmilzt. So, zack. Oh, was macht denn... Was macht denn Felix da schon wieder? Hey, was machst du da? Ich mach ein bisschen die Blumen. Seit wann machst du denn die Blumen, kleiner Mann? Geht's dir gut? Ich hab mich jetzt beworben, damit wir Geld verdienen. Wo hast du dich beworben, Bei der Polizei? Warum das denn? Weil wir nie Geld haben. Wir sind immer arm. Ach Mann, okay. Hast du mein Eis? Ja, natürlich. Ich gebe dir das aus dem Auto raus. Hier, bitteschön. Das ist ja voll vermatscht. Vielleicht. Mann, oh Mann, der Arme. Aber Freunde, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht gewinnen wir was im Lotto. So, ich hätte jetzt erstmal das Rubbellos aufrubbeln. Let's go. Was ist das denn? Da steht, ich habe eine Weltreise gewonnen. Ja! ich habe eine Weltreise gewonnen. Aber eine Person? Warum freust du dich so drauf? Was ist passiert? Ich habe gerade festgestellt, dass du eigentlich ein richtig toller Sohn bist und ich mir keinen besseren wünschen kann. Deswegen, also ich habe mich nur gefreut. Oh Mann, ich darf denen das doch nicht sagen, oder? Hey, das ist eine Weltreise, aber nur für eine Person. Oh nein. Felix? Ja? Kann sein, dass ich vielleicht in nächster Zeit nicht daheim bin. Kommst du alleine zu Hause zurecht? Ja, na klar, aber warum? Kann sein, dass ich vielleicht...
geschäftlich unterwegs sein muss, ja? Ach so, okay. Felix. Oh Mann, ich gehe jetzt rein. Also Felix, rein hypothetisch gesehen, ja? Ja. Also rein hypothetisch gesehen, ich würde eine Weltreise gewinnen für eine Person. Wärst du dann sehr traurig, wenn ich das alleine machen würde? Nein, weil die würde ich dann ja kriegen. Ist doch klar. Wie meinst du das? Hä, wieso will er denn sie jetzt haben? Nein. Ich gewinnen würde. Also ich würde die dann haben, natürlich. Oh ja, okay. Ist ja zum Glück nur rein hypothetisch. Gut, wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Tschüss. Oh Mann, ich hab keine gute Idee, ob das so gut war, ey. Aber, oh Mann, der wird bestimmt richtig traurig sein darüber. Aber ich muss auch mal im Urlaub gehen, Freunde. Wir gehen erstmal jetzt zur Weltreise und rufen da an. Yippie. Oh, ich meine, er hat ja das ganze Haus für sich. Das heißt, er kann vielleicht auch ein bisschen Spaß haben. Aber nicht zu viel. So, jetzt let's go. Oh Mann, so eine Weltreise wird bestimmt richtig cool, Freunde. Was mit dir, wo es hingeht? Wird es nach Dubai gehen oder doch vielleicht nach Thailand oder so? Oder vielleicht doch ganz woanders hin? Italien wäre auch ganz schön, ey. Aber erstmal, oh nein, wer ist denn das jetzt? Hallo? Guten Tag, Los Santos Reisen und Losfirma. Sie haben gewonnen. Was? Ja, stimmt, ey, warten Sie kurz. Ich werde hier attackiert, Moment. Oh nein, jetzt werde ich auch noch attackiert von irgendwelchen Typen, ey, aus dem Weg. Ich habe eine Weltreise gewonnen. Verschwindet hier, los. Nein. Oh nein, 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 die müssen alle weg hier. Los, verschwinde jetzt hier. Jetzt reicht's mir. Oh mein Gott, ich glaube, der ist sogar von Touren oder so. Nein. So, haben wir jetzt Ruhe? Wir müssen hier liegen. Okay, sollte jetzt ruhig sein. Oh nein, da kommt noch einer. Das ist echt von Touren einer. Nein, verschwinde. Los, noch einer. Das ist meine Weltreise, Junge. Verschwinde jetzt hier. Oh Mann. Da kommt schon Sirenen. Hoffentlich ruft er jetzt noch mal an. Nein, wenn er das sieht, gibt's Ärger. Ich glaube, ich würde mal besser reingehen. So, zack. Oh, da ist er ja schon. Hallo, Entschuldigung. Los Santos Weltreise und ja, Firma, genau. Warten auf Sie. Warten. Wir können ohne Sie nicht losfahren. Wir sind auf dem Schiff. Ich dachte, ich muss zum Flughafen. Ja, ich komme sofort. Was ist denn da für ein Krankenwagen? Weiß auch nicht. Oh, upsi. Da liegt gar niemand. Oh, nein, nein, nein. Wir müssen da ganz schnell hin. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich glaube, heute treffen wir nicht die besten Entscheidungen, Freunde. Der Herr meinte ja, dass ich irgendwie zum Hafen muss, aber... Hä, Freunde, Hafen? Seht ihr hier irgendwas? Ich meine, da hinten ist Tuans Tempel in der Luft. Da ist so ein Container. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja ein Riesenschiff. Ich glaube, das fährt schon ab oder so. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Nein, nicht, dass die ohne uns starten. Wir müssen uns beeilen. Schnell. Wir müssen... Oh, nein, wir müssen hier schnell reinfahren. So, zack, zack, zack. Oh, wir kommen echt zu spät. Nein. Oh, schnell rein hier. Schnell rein. Oh mein Gott, schnell rein hier. Oh mein Gott, ich hab's doch noch geschafft. Hallo, der Herr. Geht's Ihnen gut? Sehr schön, Sie haben's geschafft. Was ist das denn für ein Riesenschiff hier? Wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren jetzt los. Das ist die Weltreise. Das ist die Weltreise? Oha, ich bin gespannt, wo es hingeht. Können Sie mir sagen, ob das vielleicht tropisch oder doch kalt wird? Es wird sehr warm, eine warme Insel. Warm, ey, dann bin ich ja richtig angezogen. Oh Mann, wie lange wird denn das dauern? Wie lange bin ich denn weg, der Herr? Wir fahren jetzt sicher, also insgesamt fast 3 Wochen. Drei Wochen, nein, wir können natürlich doch nicht 3 Wochen von zu Hause weg sein. Oh nein, ich dachte, das ist nur so eine Woche oder so. Kann man das eigentlich auch verkürzen oder so? Ja, Sie können natürlich zurückfliegen, aber das Schiff dreht nie wieder um. Schauen Sie mal hier links, die Brücke. Man kann auch mit dem Auto fahren. Ey, seht ihr das, Freunde? Das ist eine richtige Brücke. Was? Man kann sogar mit dem Auto fahren? Okay, vielleicht können wir da irgendwie zurückfahren oder mit dem Taxi zurückfahren. Gibt es da eigentlich auch gefährliche Tiere oder so? Ja, es gibt Tiger, Löwen, Hasen. Oh, ist ja gar nicht gefährlich. Hasen sind nicht gefährlich. Na gut, dann warte ich mal, bis wir da sind. Dankeschön, der Herr. Oh Mann, ey. Oha. Das ist ja richtig Schieflage hier, das Schiff. Oh Mann, wir müssen echt aufpassen hier. Oha, wo ich bin? Was? Was ist das denn? Wo bin denn ich hier? Hä, seht ihr das? Da hinten? Passagiere, wir sind in Kürze da. Oha, das ist eine ganz neue Insel. Die kenne ich gar nicht. Ich war hier noch nie. Hä, war hier überhaupt schon jemand? Das sieht ja voll verlassen aus. Oder warte mal. Nein, da hinten leben sogar Leute. Ey, das ist ja richtig cool. Und so weit weg ist das Liebe gar nicht. Passagiere, wir sind jetzt angekommen. Genießen Sie den Tag auf der Insel. Oh mein Gott, nicht, dass wir gleich kentern oder so. Stell mal vor, wir kentern hier wegen so einem Felsen. Ey, das wäre gar nicht gut. Mann, das ist richtig nah. Ich hoffe, der Captain weiß, was er macht. Hallo, geht's Ihnen gut? Mr. Timmy, ja, mir geht's gut. Wir sind jetzt angekommen und Sie können jetzt den ganzen Tag auf der Insel verbringen. Kann man da einfach runterspringen oder wie? Sie können von hier ins Meer springen, nämlich genau so. Wow! Oh mein Gott!
mein Gott, ist das tief. Wow, 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 hier geht's ja richtig runter. Oha. Oh Mann, ey, genau so machen wir das. Oha, was denn das hier für ein Riesenteil, Mann? Aber passen Sie auf, ja. Es gibt hier gefährliche Tiere, korrupte Menschen, Kannibalen, was? Das ist gar nicht gut. Okay, ich werde auf jeden Fall aufpassen auf mich. Oh Mann, kann ich vielleicht meinen Sohn anrufen? Ja, tschüss. Wir sind jetzt alleine auf dieser Insel hier. Was sollen wir denn hier machen? Ich dachte, ich habe eine Weltreise gewonnen. Na gut, vielleicht werde ich mal da an Land gehen. Was soll ich denn hier machen? Ich bin ja hier völlig allein, aber ich glaube, er meinte auch, dass hier gefährliche Tiere sind. Naja, ich werde mich mal ein bisschen umschauen. Hier ist sogar ein verlassenes Haus. Oha. Was sind das hier für Pflanzen? Hört ihr das auch? Wer hupt denn hier? Bleiben Sie stehen. Hallo? Was machen du auf meine Insel? Was machen du auf meine Insel mit meinen Leuten hier? Auf diese Insel. Ich wollte hier eigentlich, sehen Sie das Kreuzfahrtschiff da? Jumanji? Das ist Jumanji? Oha, ich will wirklich Sie nicht stören daher. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Urlaub machen. Kann man das machen bei Ihnen? Jeden Tag kommen irgendwelche Menschen hierher. Auf meine Jumanji. Ich tut mir leid, ja. Ich kann nicht Ihr Auto vielleicht nehmen? Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen einmal meine Haustiere. Okay, dann bin ich gespannt. Bob. Hä? Was ist das denn hier? Das ist ein schwarzer Tiger, der ist doch gefährlich. Oh mein Gott, gehen Sie zurück. Nein. Der soll weggehen von mir. Oh mein Gott, der ist echt gefährlich. Ich komme mit. Okay, ich komme mit. Hier, bitteschön, daher. Oh Mann. Wir kommen auf Jumanji. Ich mache eine Reiserundführung mit all die Bootfahrer. Sind Sie sicher, dass Sie dazu ausgebildet worden sind? Ich weiß nicht. Ich bin ausgebildet. Ja, okay. Wo geht's denn da hin? Wow, da ist ja... Wow, da ist ein richtiger Strand. Hafen entlang ist eine Abkürzung. Was meint ihr, Freunde? Sollen wir hier ein bisschen länger bleiben? Ich finde das eigentlich richtig cool hier. So mit den ganzen Palmen und so, das ist schon richtig cool. Aber eigentlich finde ich es schöner mit Felix, Mann. Ich würde viel lieber mit meinem... Pink, bevor wir hineinfallen, hier ist alles mit Satelliten verstreut. Sie können nicht mehr telefonieren. Machen Sie letztes Telefonat. Oh Mann, wir können 3 Wochen Felix nicht erreichen. Okay, ich werde ihn mal anrufen. Oh nein. Nein, Freunde, das ist unser letztes Telefonat. Kleiner Felix, ich sehe dich da unten in der Kamera. Wie geht's dir? Hallo, Sie sprechen mit dem Anrufbeantworter von Felix. Hallo, Felix, ich bin's, Timmy, dein Vater. Ich bin's, hallo. Wo bist du? Das ist doch eine Insel. Unter Palmen aus Plastik bin ich. Nein, ich bin nicht im Urlaub. Ich bin auf Geschäftsreise, habe ich doch gesagt, kleiner Timmy. Bei dir ist viel mehr Sonne als bei mir. Du bist im Urlaub. Ja, weil ich draußen bin. Zeig was hinter dir. Was soll denn da sein? Da ist eine Palme und da ist ein Auto. Ganz ehrlich, ruf mich nie wieder an. Du wirst doch sehen. Nein, nein. Es ist nicht das, wonach es aussieht, kleiner Mann, wirklich. Oh nein, was meinte der? Er wird sich rächen, Freunde? Wie soll denn Felix sich rächen? Der wohnt bei mir kostenlos zu Hause. Och Mann, ey, nein. Ich bin echt überlegen, ob ich wieder nach Hause gehen soll. Sollen wir vielleicht echt nach Hause gehen? Ich weiß nicht, Mann. Ich werde mal schauen, wo der Typ hin ist. Der ist doch irgendwo da rein hier. Oh Mann, wo ist denn der Typ hin? Ja, was ist denn los? Was haben Sie denn vor mit mir? Oh Mann, ich bin ein bisschen traurig, ne? Und hier ist die Party. Extra für die Boote. Oh mein Gott, das sieht ja richtig krass aus hier. Wow, das ist ja riesig. Was kann man hier machen? Wir werden jetzt eine Party machen. Eine Party? Oh, ohne Felix, ich weiß nicht. Oh, das fühlt sich echt schlecht an. Jetzt kommt die Musikeinlage von mir selber. Oha, ja gut. Okay, ich bin gespannt. Dann lass mal laufen. Okay, ich tanze schon mal. Ey, das ist richtig cool hier. Oha, voll die coole Stimmung. DJ Markus an dieser DJ. Ich bin DJ Markus. Alle Hände hoch. Die ist ein Überfall. Was? Überfall? Das ist ja komplett doof, aber das sieht echt richtig cool aus hier. Ich wünsche mir nur, dass Felix hier wäre. Ey, Mann. Eine sehr gute Party hier, aber ich habe gehört, in Los Santos ist auch eine Party gerade. Deswegen ist hier niemand. Die sind alle in Los Santos. Wer hat denn noch so eine Reise gewonnen, der Herr? Das weiß ich nicht, aber in Los Santos ist eine riesige Party, deswegen ist hier nichts los. Vielleicht sollten wir da mal hingehen, oder was meint ihr, Freunde? Leute, der meinte, dass in Los Santos irgendwie eine coole Party abgeht und hier gar nichts los ist, obwohl das viel, viel schöner aussieht. Kann ich bitte auch zu Ihrer Party kommen, Mister? Wie heißen Sie? Wer ist das denn? Das muss Freilix? 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 Ich verstehe Ihren Namen nicht. Das muss ja ein Milliardär sein oder so, wenn das so eine coole Party ist. Mr. Felix. Was, darf Felix? Ich auf Ihre Party kommen, bitte? Der Herr, warten Sie mal. Sie hören sich sehr jung an. Jung, sind Felix, Sie überhaupt schon 12 Jahre alt? Oh mein Gott, das kann sogar echt mein Sohn sein. Warten Sie mal, der Herr. Auflegen, nein, legen Sie nicht auf. Oh
Oh nein, wieso haben sie denn aufgelegt? Ich werde jetzt gehen, ich muss arbeiten. Ich muss mitgehen. Der muss doch gar nicht arbeiten, der will nur zu der Party gehen da. Ich gehe mit dem mit, ey. Ich will raus und noch, was da Felix gemacht hat. Der meint ja auch irgendwas, dass er sich rächen will. Bleiben Sie stehen. Sie wollen doch zu der Party von... Oh mein Gott. Au. Oh, wir müssen irgendwie dahin, Freundin. Ich weiß nur nicht, wie. Oh nein, kann mir da niemand helfen hier? Wir sind einfach auf einer verlassenen Insel. Nein. Hä, wer ruft? Hallo? Hey, Felix, du bist... was machst du eigentlich zu Hause? Ich muss was beichten. Ich hab was vielleicht, denn? Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Was hast du gemacht? Erzähl mir. Ich glaube, du hast eine Party geschmissen. Kann das sein? Was? Hast du die Nachrichten gesehen? Oder woher weißt du das? Oh Mann, ja, da war so ein Typ, der hat telefoniert. Der meinte, Felix, so. Jung, Party. Das ist überall wie Nachrichten. Im Fernsehen was? Auch. Oh nein, vielleicht sollte ich echt mal die Nachrichten einschalten. Ja. Oh nein, bitte geht's nicht. Dir gut? Nein, nicht die Nachrichten. Okay, du würdest nicht nach Hause kommen. Gibt's auf jeden Fall Ärger, ne? Kein Fortnite für dich. Das wird. Oh Mann, dieser kleine Bengel. Ey, was hat der denn gemacht? Ich muss mal die Nachrichten einschalten, Freunde. Oh mein Gott, Freunde, was ist. Hä, was ist hier denn los? Das ist mein Haus. Hä? Seht ihr das? Da brennt ja alles. Oh, was ist das denn für eine Riesenparty da? Oh nein. Was hat denn Felix da gemacht? Nein. Ey, Freunde, wir müssen da unbedingt hin. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Tschüss. Oh nein, nein, nein.